Kimmich fliegt mit Gelb-Rot vom Platz. Bayern nur noch zu 10. Gelb-Rot wegen Meckern bekommen. Jetzt muss Musiala. Sehr stark. Keiner greift nah an. Durch was? Durch alle durch! Ey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei unserem Stadionvlog hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute wird es richtig nice, denn heute sind wir bei der Partie VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München, Leute. Es wird sehr nice, deswegen lasst jetzt gerne schon mal einen fetten Daumen nach oben da. Kostenlos Abo, Leute, die Bundesliga ist so spannend wie schon seit mehreren Jahren nicht mehr, Leute. 10 Jahre ist der FC Bayern in Folge deutscher Meister geworden und jetzt könnte es mal vielleicht jemand anderes geben. Kommen wir, würde ich sagen, jetzt zum Faktencheck. Ihr seht gerade hier die Bilanz eingeblendet, Leute. Der FC Bayern hat das letzte Spiel 2022 am 14.08. mit 2:0 gewonnen gehabt. Davor haben sie sich 2:2 getrennt. Da haben sie 4:0 gewonnen gehabt, ihr seht gerade. Aber ich bin gespannt, wie das Spiel heute ausgewählt. Es wird sehr, sehr nice, denn heute trifft einfach der zweite auf den siebten, Leute. Gucken wir einmal ganz kurz die voraussichtliche Aufstellung der beiden Mannschaften an. Und zwar haben wir sie hier vom FC Bayern München, VfL Wolfsburg. Die seht ihr auch jetzt gerade hier. Bayern muss eigentlich gewinnen, damit sie oben dran bleiben, denn ihr wisst ja, sie sind aktuell Zweiter. Und ja, ich würde sagen, Leute, wir quatschen nicht. Let's go, wir machen uns auf den Weg zum Stadion. So, ich bin jetzt angekommen in Wolfsburg. Da hinten einfach nur Stadion. Sehr nice, Leute. Check in den Stadionvlog von gestern ab. Dort bin ich in Dortmund gewesen. Wir müssen da lang. Sieht sehr, sehr nice aus. Wetter ist auch so, hier ist ein kleiner Fußballplatz. Wie gesagt, lasst uns fetten noch nach oben da. Kostenlos Abo. Schreibt mir gerne unten Kommentare, welches Spiel soll ich jetzt nächste Woche gehen. Ich würde sagen, let's go. So, richtigen Block haben wir gefunden. Hier müssen wir jetzt rein. Erster Blick ins Stadion. Sehr nice. Dauert noch ein bisschen bis Anpfiff. So, ich habe mir jetzt erstmal hier noch eine Bratwurst gegönnt. Wir machen jetzt mal Geschmackstest. Auf die Volkswagen Arena nice. Und unsere Nummer 6 ist Paulo! So, Bayern wird von links nach rechts spielen. Und Wolfsburg hat Anstoß. So, Spiel beginnt. In den ersten 3 Minuten ist auf jeden Fall VfL Wolfsburg stärker. Aber nichts. Wie lange Bayern braucht, bis ins Spiel kommen. Jetzt die erste Chance für Bayern. Ecke. Die erste Ecke im Spiel. 6. Minute. Jetzt aber. Zweite Ecke im Spiel für Bayern. Kimmich tritt ihn. Schade. Jetzt aber. Tor! Der erste richtige Schuss hat direkt gesessen. Sehr nice. 1:0, 8 Minute, Bayern. Sagen, sehr stark, also die erste Chance von Bayern, direkt Tor, eiskalt. Oh. Ja! Kein Abseits. Ecke. Jetzt mal Wolfsburg. Oh. Oh. Jetzt mal Bayern nach vorne. Sehr gut gesehen. Oh. Unfassbar schön dieses Tor, diese Flanke und dann der Volley, eiskalt. Kamada hat das 2:0 gemacht, 14 Minuten. Jetzt Wolfsburg direkt im Vorwärtsgang. Oh, Ecke. Also es war ein unfassbar schönes Tor, wirklich Wahnsinn, wie er den Volley genommen hat, echt Glück gehabt. Ich muss sagen, Wolfsburg ist nicht mal schlecht, aber Bayern 2 Chancen, beide Tore gemacht. Jetzt Ecke Wolfsburg. Oh. Unnötiger Ballverlust, Chance Wolfsburg. Spielen sehr gut, sie müssen halt nur aufpassen, dass sie die unnötigen Ballverluste nicht machen. Sonst ist Bayern echt stark, wirklich eiskalt. Freistoß Bayern. Ungefähr 35 Meter Torentfernung. Alles freigegeben. Tor! 3:0! Oh mein Gott, sind die eiskalt! 3 Torschüsse, alle 3 drin. Man kann nicht nur sagen, es ist Wolfsburg nicht schlecht, aber es steht 3:0 für Bayern. Und das nach 20 Minuten. 3:0. Fand sich Thomas Müller, der neue Spielstand 0:3. Sauber Müller. Und wieder geht's. Also die Schüssel zählt ist echt immer eigentlich die Mittellinie, kann man sagen. Wenn Bayern da durchkommt, wird es immer gefährlich. Also Wolfsburg schwimmt hier echt. 0:3 steht und Bayern rollt wieder. Wobei, oh, der ist noch. Oh,
über links, das geht so einfach. Riesenchance. Eckverhältnis 13 zu Bayern. Und die Ecke. Oh, jetzt aber mal. Über links. Oh, jetzt. Oh mein Gott. Riesenglück. Wolfsburg wechselt direkt erstmal nach 30 Minuten. Hände an den Spieler mit der Nummer 4. Maxence Lacroix für ihn jetzt neu im Spiel. Unsere Nummer 16, Jakub. Aber muss sagen, Bayern ist eigentlich gut, aber diese unnötigen Fehlpässe. Sie verlieren so oft unnötig den Ball. Sie laden Wolfsburg immer wieder ein zur Chancen, weil sie einfach diese unnötigen Ballverluste im Mittelfeld und in der Abwehr und im Spielaufbau sind einfach so unnötig. Und so gibt es hier die Ecke. Und Wolfsburg hat hier jetzt die zweite gelbe Karte gesehen. Sané hat vorhin auch schon eine bekommen. Und wieder Ballverlust. Schiesack weiterspielen. Vorteil. Riesenglück gehabt. Sehr stark gemacht. Ja. Also man muss sagen, Wolfsburg ist dem 3:1 näher als Bayern im 4:0. Jetzt mal, vier Platz. Sehr gut gesehen. Oh. Schießt! Nein! Keine Anspielstation, keine Schusssituation. Jetzt vielleicht. Oh. Ja, Chance Wolfsburg. Sehr gut gemacht. Tor. Wir haben sie eingeladen, muss man sagen. Das ist verdient auf jeden Fall das 1:3. Ich hab's gesagt. Es ist nicht unverdient. Es hat sich angewandt. Sehr stark in Wolfsburg. Für die Wölfe! Der Torschütze trägt die Nummer 16 und heißt Jakub! Jakub! Oh Mann, ey, also man muss halt ehrlich sagen, die Soundqualität hier in Wolfsburg ist so schlecht, Leute. Seid froh, dass ihr die nicht habt, ey. 45 Minuten haben wir jetzt angebrochen. Und beträgt 2 Minuten. 2 Minuten Nachspielzeit. Hier gibt es nochmal Freistoß Wolfsburg, weil Bayern einfach unnötig den Ball verloren hat. Also es ist so unnötig, diese Fehlpässe. Alles freigegeben. Gibt das hier vielleicht noch was? Geklärt. Auch aus dem Ball. Und damit ist Halbzeit in Wolfsburg. 3:1. So, zweite Halbzeit kann beginnen. Schiedsrichter fehlt noch. Man muss sagen, Fazit zur ersten Halbzeit war, nach der Umstellung besser ins Spiel reingekommen. Bayern hat 3 Tore in 10 Minuten geschossen, danach nicht mehr viel auf die Kette gekriegt. Und ich bin jetzt gespannt, was aus der zweiten wird. Zweite Halbzeit ist angebrochen. Also Bayern versucht, alle spielerisch zu lösen und macht dadurch Fehlpässe. Ein. Oh, Siegel durch. Riesenchance. Eckenverhältnis 3:2 in Wolfsburg. Hoch rein. Nächste. Wolfsburg wieder bei rechts. Oh, Riesenchance. Jetzt müssen die Bayern aufpassen. Kimmich fliegt mit Gelb-Rot vom Platz. Bayern nur noch zu 10. Gelb-Rot wegen Meckern bekommen. So unnötig. Er schadet seiner Mannschaft so stark damit. Man hat es gestern in Dortmund gesehen, es ist so unnötig, dass der Erte nicht fliegen müssen. Bayern wechselt direkt. Nummer 11, Kingsley Coman, für ihn dann jetzt im Spiel die 7, Serge Gnabry. Ich bin mal gespannt, wie Bayern damit jetzt klarkommt. Es ist noch zu 10, es ist echt unnötig gewesen, diese gelb-rote Karte. Ey, die sind so schlecht, die Bayern heute, das ist so krass. Also diese unnötigen Ballverluste, ey. Ecke kurz ausgeführt. Ja, sehr geklärt. Dann wechselt gleich. Jetzt gleich Chance Müller. Super. Ah. Sané und die 25 Thomas Müller. Für sie kommen dann jetzt die 39 Mathis Tel und die 44 Josip Stanisic. Oh. Alter Schwede, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das hier klingelt. Jetzt mal der Bayern Express rollt. Jetzt aber, komm, mach ihn! Oh, Riesenchance! Eckenverhältnis 4:6. Und so ein Ding hauen die dann da raus. 30.000 Zuschauer, die Volkswagen Arena ist ausverkauft. 90 Minuten regulär sind jetzt noch zu spielen.
Also ich sag mal so, wenn Bayern hier noch ein Tor macht, dann war's das. Wenn Wolfsburg noch das 3-2 schafft, dann wäre das nochmal richtig eng in die Bude. Jetzt Musiala, sehr stark, keiner greift nah an. So, durch was? Durch alle durch! Unfassbar schönes Tor von ihm, wirklich, keiner greift ihn richtig an. Dieses Tor war so wichtig aus Sicht der Bayern. Also sehr stark von Musiala, die Solo drin durch alle durch. Wahnsinn! Er hat sehr gute Freistoßposition für Wolfsburg. Direkt in die Mauer. Wow, Cancelo und die 42 Jamal Musiala. Genau. Sauber! Jetzt aber! Wird es gut besetzt? Nein! Jetzt mal Chance für Wolfsburg. Tor. 4-2 nur noch. Ey, das ist so unnötig, ne? Dass sie sich immer die Bälle fangen hinten, ey. Matthias! Aber wir haben einen neuen Spielstand. VfL Wolfsburg, FC Bayern, 2-4. Aber jetzt gleich mal. Aber kein Foul, sagt der Schiri. Sehr gut gesehen. Oh. Elfmeter wird gefordert. Und Tor. Ey. Zählt nicht. Glück gehabt. Junge, Junge, das wäre fast das 3-4 gewesen, ey. Gut, dass das Tor nicht zählt, aus selbst schon geprüft. Gibt es Foul oder Elfmeter? Eins von beiden jetzt. Was wird es jetzt geben? Das wird geprüft. Toll, sauber. Foul hat er gepfiffen. Kein Elfer, kein Tor. Da haben die Bayern nochmal richtig Glück gehabt. Schreibt es auch mal gerne unten in die Kommentare. War das ein Foulspiel, ja oder nein? Was ist eure Meinung dazu? Jetzt aber komm. Oh, meine Güte, ey. Freistoß Wolfsburg. Die Bayern sind platt, sind über 30 Minuten Unterzahl. Oh. Jetzt aber vielleicht. Nachspielzeit. Liebe Ravens, 5 Minuten Nachspielzeit. Man muss sagen, der hätte auch mehr geben können. Allein das Tor oder nicht Tor wurde, glaube ich, 3 Minuten überprüft. Und er holt sich auch nochmal Geld dafür, Ball wegschießen. Jetzt nochmal. Nein! Mann! Oh, Digga, ey. 50 am Boden, das Spiel geht weiter. Nächste Ecke Wolfsburg. Und die gibt es hoch rein. Glück gehabt. Sauber! Jetzt! Nein, Digga, was spielt er für einen Pass? Meine Güte, Digga, was war das für ein Pass, Digga? Ja, jetzt aber, komm, Junge, links, spiel doch! Ey, Digga, so unglaublich. Spiel ist vorbei, Bayern hat 4-2 gewonnen. Sehr nice. Bayern hat 4-2 gewonnen, ich muss sagen, die waren jetzt nicht so gut. Viele Fehlpässe gemacht, aber das Ergebnis zählt auf jeden Fall, Leute. Und ich würde sagen, das war's mit dem Stadionblock, wenn euch gefallen hat. Lasst, wie gesagt, einen fetten Daumen nach oben da, kostenlos Abo. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Spiel ich als nächstes besuchen soll. Und ich würde sagen, das war's. Dankeschön, Leute. Ciao, Kostos und tschüss.